Hallo, Kameradas, da sind wir wieder zurück in Gustrigen Wildlands. Wir machen jetzt den Zugfriedhof. Er ist da drüben. Und wir werden jetzt erstmal an diese Stelle dahin fliegen. Und wir müssen den Typen wahrscheinlich dann verhören. Damit schneller geht, fliegen wir da hier. Oh, dann lass uns mal entschweben. So, dann werden wir auch hier mal schon schön parken. Und ich sehe gerade Fragezeichen. Nähern uns dem Zugfriedhof. Stammen etwa alte Züge? Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Ah, da kommen wir leider nicht hin. Alles gut. Da ist noch ein Tango. Schön liegen bleiben, Kollege. So, dran denken, wir sind Spielstufe extrem. Und der Schwierigkeitsgrad extrem. Läuft alles ein bisschen anders da. Nur nochmal zur Erinnerung, ein Schuss gegen uns bedeutet das sofortige Ableben. Setze Drohne ein. Hab noch einen Tango. So, dann wollen wir das hier mal noch ein dritter aufklären. Geh in Position. Suche eine gute Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Oh, den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Position. Bin schussbereit. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Feind am Boden. Das läuft schon mal ganz gut. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Hab ihn. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Wenn das Touristen sind, friss ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich, befreien. Aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. Wir sind befreit. Schauen wir doch mal mit der Nachtsicht, ob wir da noch mehr entlarven können. Welche nehmen wir denn als nächste aus dem Spiel? Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Sekunde, geh in Position. Hab das Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Bereit für den Angriff. Abschuss bestätigt. Woll. Und da hier gleich ein Dokument liegt, bewegen wir uns schon mal in die Richtung des Dokuments. Alles andere werden meine Companeros machen. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Okay, dann nehmen wir den hier noch. Das langt mal. Ziel markiert. Boom, Tango erledigt. Das, ich hab's gewusst. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Okay, gut, dann müssen wir
bisschen anders da machen? Hab die Rebellen um ein Fahrzeug gebeten. Oh je, wir haben neue Helikopter. Kommen wir später nochmal her? Ich bin bereit. Eröffne das Feuer. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Diese scheiß blöden Scheißidioten. So. So was geht man nämlich tierisch gegen den Sender. Oder tierisch auf den Sender. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Ich sehe ein zweites Ziel. Und das macht 3. Lass mich in Position gehen. Moment, such eine gute Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getroffen. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Das macht 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wenn das Touristen sind, fresse ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Hab ihn. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Warum machen wir das? Ja, wie machen wir es denn? Gut, dann machen wir das so. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Okay, Feindpositionen werden weitergeleitet. Dass wir da auch ja keinen übersehen. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Ich brauche eine bessere Position. Roger, Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Bereit, auf deinen Befehl. Er ist erledigt. Oh, ich hoffe, dass das jetzt keine weiteren Auswirkungen hat. Es sind 15. Noch einer. Ah, müssen wir noch 10 Sekunden warten. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay, das waren dann wahrscheinlich alle. Geh in Position. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Ziel Position. Erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Greife an. Okay, es ist alles gut. Ja, wenn du das sagst. Wir hätten ja rein theoretisch es auch nachts machen können. Aber das mag gut sein jetzt. Fliegt.
Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ziel erfasst. Abschuss bestätigt. So, sind schon mal zwei weniger. Da haben wir noch 3, 5, 9. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter vor. Kannst du wieder nicht drüber? Unterwegs. Brauche neue Position. Shit, ich muss Ziel die markiert. Position wechseln. Roger, Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Erledigt. Alles gut, alles gut. Er hat den jetzt schon wieder Tötung beobachtet. Das gibt's doch gar nicht. Wenigstens sind sie. Achso, das waren sie, oder? Geh in Position. Ich hab das Ziel. Suche eine gute Position. Roger, Ziel markiert. Nein, lieber nicht. Da wart mal lieber noch einmal auf den Einser. Och, wir gehen mal weiter vor. Weißt du, irgendwie da durch kann man auch nicht. Das wär's natürlich, ne? Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit.
Ich brauche eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Umgelegt. Da waren es nur noch 4. Dann brauchen wir halt etwas Geduld. Wir werden das Kind schon schrocken. Wollen wir überlegen, welche ein oder zwei mir als nächstes wegmachen? Na, wo läuft der hin? Geh in Position. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ziel markiert. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Scheiße. Okay, bin unterwegs. Bereit, auf deinen Befehl. Ich schieße auf die Ärsche. Die werden dich sehen, weg da. Quédate quieto. Also. Sieht gut aus, kommt. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Immer mit der Ruhe, ja? Calmo, Pippo, es. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich? Du willst einen Deal? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelsmänner. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Ort, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Assi die Simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No. Wir behalten alles für uns. Sueño würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Tranquis, okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Da claro. Bowman, Sie hatten recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Sueños Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Nomad, Ende. Ah. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Kann man schauen, wo man einen Hubschrauber herkriegen. Wo haben wir denn das? Ah, genau da wollten wir hier. Dann lassen wir einen spawnen. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. So. Ich mach das, ich fliege. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Oh, was ist denn mit denen los? Wir kriegen Verstärkung. Haben sie aufgescheucht. Tangos laufen in die falsche Richtung. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Na, da haben wir noch mal Schwein gehabt, da. Gut. Wir werden jetzt das nächste machen, und zwar, wenn wir da unten die Waffenkiste holen, Fragezeichen aufklären und den Hubschrauber klauen. Dazu würde ich mal an diese wunderbare Stelle fliegen, mitten im Nirgendwo. Mm-hmm.
hättest mich fahren lassen sollen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Markieren einen Hauptmann. Hier ist Ziel Nummer 5. Ah ja. Wie weit ist denn das weg? 270 Meter. Da wollen wir uns noch ein bisschen weiter vorpirschen. Ich denke, das dürfte langen. Die Drohne ist oben. Oh, ganz schön, ja, milchig, würde ich sagen. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Abschuss bestätigt. Dann haben wir noch 4 Compañeros. Alles klar, wir werden weiter vorgehen. Position. Such eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position wechseln. Wechsel mal. Bereit, auf deinen Befehl. Tango am Boden. Oh, ich hoffe, das waren alle. Sauber, alles sauber. Oh. Alles gut. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Oh, der Hubschrauber gehört gleich uns. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Scharfschützengewehr. Warte mal, Munition haben wir schon mitgenommen? Jawohl. So, da waren wir uns das. Diesen Hubschrauber. Entschweben lassen. So, auf geht's, flieg los. Da müssen wir ja nicht allzu weit fliegen. Das passt schon so.
lassen den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab. Jawohl. Ja, und wir fliegen wieder zurück zu unserem Rauber. Steigen dann dort um. Dann haben wir das auch. Oh, da gibt es noch ein Fragezeichen. So, warte mal, wo sind wir hier? Wir müssen... Dann gehen wir gleich nach da oben, machen das Aufklärungsdateien. Bevor wir dann weiter in diese Richtung gehen. Würde ich vorschlagen, ja genau. So machen wir das. Halt. Na los, na los. Früher oder später müssen wir dann hier runter oder sind dann bei diesem Wall dann Boston Reed eintrudelt mit dem Helikopter. Ach, da waren wir doch heute schon mal. Denke ich. Ich sehe einen Narko am Eingang zum Lager. Wagen mit montierter Waffe. Wagen mit montierter Waffe. Ich gehe in Position. Ein Generator. Klemmen wir ihn den Strom ab? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ziel markiert. Das macht 5. Ich brauche eine bessere Position. Warte mal, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist. Nehmen wir den hier weg. Machen lieber die zwei Patronen mit dazu. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab ein. Das war scheiße knapp. Wenn nicht alles läuft, muss da einer drin sein. Feind gesichtet. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Wie viel Uhr haben wir denn? 18 Uhr. Alles klar, die werden jetzt wahrscheinlich zum Dinieren da reingehen. Zum Abendessen. Geh in Position. Hey, Kartellschütze. Ich brauche eine bessere Position zum Lager. Wir sind jetzt bei 10. Ziel erfasst. Tango getroffen.
Shit, sie haben eine Leiche gefunden. Dann werde ich doch außen rum gehen. Setze Drohne ein. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel markiert. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Verdammt, die Unidad schickt Verstärkung. Suche den... Alter. Verdammte Lotterie. Ja, dann mach hin. Das war knapp. Seid ihr bescheuert, wenn die... Mann, du. Aber ganz schnell. Hast du was? Kann sein. Es ist der Arbeitsplan einer der Fluglotsen vom Kuani-Flugplatz. Seltsamerweise muss dieser Typ immer dann arbeiten, wenn das Kartell Flüge plant. Was für ein Zufall. Schnappen wir ihn uns und finden heraus, was er über Reed weiß. Haben wir doch mal, ob die Börschen da abhauen irgendwann nochmal. Steht also quasi alle da drüben. Dann machen wir doch eine Biege andersrum. Ah, jetzt laufen die wieder da lang. Aber das ist auch gut. Die hauen ab. Alles klar. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg.
Ja, dann haut ab, ihr Blödmänner. Oh. Wir werden auf jeden Fall gleich da drüben hin. Aber wo landen wir denn da? Ich würde sagen hier. Oder beziehungsweise da. Genau. So. Patron ist aufsetzen. Wir fliegen. Ich bin der Pilot. Wir können los. Und tschüss. So, das machen wir jetzt noch und dann ist Schicht im Schacht für heute oder für diese Folge. Feind markiert. Sind wir trotzdem noch so weit weg? Tango. Tango Nummer 3. Mit dem sind's 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh. Wie die Menge, Compronis. Noch einer. Ich sehe einen Hauptmann. Spät haben wir 9 ist. Geh in Position. Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Ich gehe in Position. Kann loslegen. Greife an. Wir haben sie aufgescheucht. Passiert. Da sind nur eine Handvoll Gegner. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Sekunde, geh in Position. Hab das Ziel. Ich hab das Ziel. Bereit für den Angriff. Tango getroffen. Haben sich Caprone sich aber schnell beruhigt, du. Alles gut. Hier könnten Informationen sein. Drohne fliegt. So, ich hoffe, dass da keiner mehr ist.
Jawohl, passt. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Passt gut zu meinen Stiefeln. Wir wissen von einem Truck-Depot in Kuani, das alle Lieferungen durch die Provinz steuert. Gut gemacht. Genau, was wir brauchen. Was schlagen Sie vor? Sollen wir es lahmlegen? Nein, wenn wir das Depot ausschalten, errichten Sie ein neues. Und wir kommen der restlichen Lieferkette nicht auf die Spur. Die Schlüssel zum Schmugglerring von Kuani liegen in diesem Depot. Routen, Ziele, Frachtbriefe, alles Mögliche. Wir müssen da reinschleichen und alles kopieren. Dann haben wir, was wir brauchen. Wir? Im Geiste bin ich bei Ihnen. Das zählt. Druck, das Truck-Depot. Das ist zum Beispiel so ein Teil, wo man hier nachts am besten reingeht. Hier, da hört das. So, da müssen wir früher oder später hin. So, wie viel haben wir denn da noch? Ein Sicario, der ist mir wurscht, der Sicario. Haben wir eh schon abgeschlossen. Aber ich würde mir gleich im Fertigkeitenpunkt noch mit unter Nagel reißen. Erstmal dahin. Ich bin bereit. Okay, wir fliegen da lang. Kurz einen Break einlegen. Nichts. Und wir müssen jetzt quasi dahin. Jungs, aufsetzen. Ich sehe noch einen Tango. Und das macht 3. Das macht 5. Hab einen Tango. Und das ist alle? Okay. Geh in Position. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Alles klar. Ziel in Position. Ziel markiert. Gib Zeichen. Er ist tot. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Der Leutnant will abhauen. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Los puntos forenses están fuera de nuestro alcance. Manden refuerzos.
Hubschrauber im Anflug. Da kommen noch mehr Sicarios. Heli ausgeschaltet. Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Habe ein Ziel. Greife an. Oh, das ist unser Punkt. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. So, dann haben wir das hier auch. Und wir begeben uns gleich nach Koani. Bravo, unten haben wir soweit nicht mehr. Da müssen wir dann den Fluglotsen verhören, alles klar. Hoppen wir uns dahin. So, Freunde, wir sehen uns im nächsten Teil, wenn wir dann hier da drüben reingehen und den Fluglotsen verhören. Machen wir im nächsten Teil. So, bis dahin sage ich Servus und Tschüss. Halt die Ohren steif. Bis die Tage. Ciao.